und herzlich willkommen zu einem Unboxing! Ja! Und zwar ist es etwas anderes. Und zwar habe ich hier ein kleines Paketchen. Das ist doch komplett original verpackt. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Denn es ist auch, soll auch keine Werbung sein. Denn am 30. August ist das neue Album von Mr. Lydia Pollhafen erschienen. Leviathan! Ja! Und leider darf ich diese Musik hier nicht spielen, weil, ne, ihr wisst ja, man kriegt dann eins drüber, wenn man Musik von Künstlern spielt und die Erlaubnis und bla. Und das könnte Ärger geben und deswegen kann ich im Hintergrund leider nicht die Musik laufen lassen. Ich würde gerne im Hintergrund die Musik laufen lassen. Ich würde auch gerne mehr machen, aber es geht leider nicht, weil man darf man leider nicht, weil Musiker sind Musiker und ich bin kein Musiker, der mit denen Kontakt hat oder so. Ne? Und ich habe dafür nicht die Rechte. Dann werde ich jetzt die Box aufmachen. Es gab eine Special Edition. Guck mal, mit meiner billigen Scheißschere muss ich das aufmachen. Ich hätte gerne ein richtig geiles Messer zum. Naja, gut, sorry, halt. Jedenfalls, ich mach das jetzt mal auf. Nebenbei. man darf. Es gab halt zur Leviathan, zum Album Release, eine Special Box, eine Limited Edition. Und da waren noch Special Sachen drin. Das sieht ziemlich wenig aus. Ist das richtig? Ich sehe jetzt hier gerade. Ach so, okay. Jedenfalls schauen wir mal, was da drin gewesen sein könnte. Wenn wer öfter mal sowas sehen möchte oder es nicht verpassen möchte, der kann tatsächlich dann mal ja, Mr. Holy Pulveraffen abonnieren oder auf die Homepage gehen oder weiß ich nicht. Ich werde auch alle möglichen Links hier unten in der Videobeschreibung von dieser guten Piratenband mal verlinken, damit auch andere das mitkriegen. Meine Katze rastet wieder völlig aus. Miezi! Und wir schauen jetzt mal, das ist übrigens das, was hier drin ist, ja. Das ist der Karton. Also viel zu groß, völlig übertrieben. und zwar ist es die Leviathan Captain's Edition. Ja, yeah, Captain. Captain's Edition von 1671 und ich habe die Nummer 1662. Das Ding ist, die ist eingeschweißt, will ich am liebsten gar nicht auspacken, aber muss ich, weil da sind ja Sachen drin, die man gerne sehen möchte. Hier oben ist übrigens, hier sieht man übrigens ganz lecker, was da drauf ist. Und zwar haben wir hier 19 wunderbare Lieder. Vor allem auch hier der Codex. Kein Versprechen. und dann noch Bonusmaterial, das ist nämlich noch die EP von Plankrock, Volume 2, Medaillon. Flagge, sie geht da dran. Ich werde erst mal gucken. Ich mache das Ding jetzt mal auf. Muss ja. Hätte ich zwei davon, hätte ich eins zugelassen. Weil sowas macht man normalerweise nicht auf. So mache ich das ja mal ganz vorsichtig. Ich will ja nichts zerkratzen. Ich werde es auch wieder in den Karton später zurückpacken, damit da nichts nischt drankommen tut. Ja. Ich hätte mir auch gerne tatsächlich meine Piratenkluft angezogen. Für dieses Unboxing, aber leider gibt es das Problem, dass es einfach A, viel zu warm ist und B, so viel Aufwand und man sieht nur diesen Teil. Ich hätte meinen Hut anziehen können. Naja, zu spät. Hier unten übrigens auch nochmal. Peckleck Peggy, wo ist sie? Das ist sie doch, ne? Ja. Von der auch das Lied Piratenbraut handelt. Die Freundin von unserem guten Mr. Hurley auch im echten Leben. Ist jetzt seit einiger Zeit, die war immer wieder mal auf der Bühne, ne? Aber ist anscheinend jetzt fester Bestandteil dieser Band geworden. Das heißt, die ist jetzt immer und immer und immer und immer, immer wieder zu sehen. Ganz nett. Schauspielerisch muss ich noch ein bisschen was tun. Na, wir haben hier diese handsignierten Autogrammkarten. Leider sind die schon ein bisschen eingeknickt oben, ein bisschen schade. Und zwar hier einmal von Bugteeth Bannock. Ja, das sind tatsächlich auch Postkarten. Ihr seht, hier oben ist so ein leichter Knick drin. Also bei der ist es noch nicht so schlimm. Ich zeige euch jetzt gleich mal bei der anderen. Und zwar hier sieht man das ganz gut. Ah, ist schade drum. Das ist auf jeden Fall Peggy. Peckleck Peggy. Sau lecker Mädchen, ne? Ich suche hier auch immer auf meine Piratenbraut. Aber dann haben wir hier Morgen. Morgen, sieht man das? Morgen. Tja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und natürlich von unserem Jute Mr. Hurley. 3X auf den rum. Ja, 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 ja,
Klavier zu lecker rum. Rum-di-dum-di-dum. Dann haben wir hier einmal Plank Rock Volume 2, das ist natürlich die EP. Totgelacht, kommt zur Marine, gibt dem Affen Zucker, Achtung, fertig, Prost, trau keine Piraten und Mannschaft. Cast Music, Tobi Schneider E-Gitarre, Matze Lohmüller E-Gitarre, Chris Elixmann Drums und Percussion. Salab, salab, salab. Okay. Ich will mal gelost werden. Aber hier, achso, nee, ist alles in Ordnung. Dann haben wir hier die Leviathan, natürlich das Tata. Und zwar die, die werde ich auch gleich mal aufmachen. Machen wir zum Schluss. Leviathan. Hier nochmal die Songliste. Ich weiß, sieht man das? Sieht man das? Sieht man das? Das Leviathan. Das Leviathan. Den sehe ich dich nicht an mit dem Leviathan. So, dann haben wir hier nämlich eine Flagge. Alter, warum ist die so, wieso ist die so groß? Warum ist die so lang? Aber wie soll man die denn auf, Alter? Okay, wir machen das mal anders. Ich versuche das jetzt mal so, ja, ein bisschen. Ich versuche das jetzt mal hoch zu ziehen, zu zuzeln, zu zuzeln und das so zu vertüdeln, dass ich da einfach nur so, warte, ich sehe das nämlich selber gerade nicht. So. Ich hoffe, ihr seht das. So, als wenn man als wenn eine Flagge hisst, ne? Ja, jetzt kommen noch die Leckerbeine, ne? Ja, jedenfalls ist das nicht Flagge. Nicht? 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 Jo! Das ist das Flagge. Das Flägelchen. Das legen wir die mal eben wieder zusammen, damit die wieder in die Kiste passen tut. So. Ja, das wurde Godzilla. Ich krieg die. Das Schlimme ist, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die vorher zusammengelegt war. Deswegen muss ich die jetzt irgendwie zusammenlegen. Komm, jetzt kommen wir das Plastik nochmal damit weg. Dann haben wir da noch dabei eine wunderschöne, die lasse ich aber jetzt mal hier drin. Leider, weil die Kette selber ist nämlich eine Kette, die ist leider so ein Billigmaterial. Wisst ihr, habt die an und dann bleibt da irgendwo hängen, dann ist sie schon kaputt. Und zwar das wunderschöne Logo. Ich sehe es jetzt verkehrt rum, ich sehe es gerade gar nicht. So, warte. So. Erkennt man das? Ja, könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Seht ihr das? Das ist lecker Äffchen. Ja, ist halt so ein Logo, ne? Es ist halt. Das. Der. Ich kann es ja. Sieht man das gar nicht, ne? Ist so dieser. Der Affe. Der Affe mit den gekreuzten Knochen. Ja, ein bisschen sieht man das. Ach, Mann. Versuch es nochmal anders. Versuch mal nochmal so. Meine Herren. Das ist aber auch kacke mit dem Licht hier. Egal wie du das machst, das ist immer verkehrt. Ach, da wünscht man sich doch ein richtiges Studio. So, vielleicht ein bisschen besser. Ist halt schwer zu erkennen, weil es auch so ein Metall ist. So, jetzt machen wir zum Schluss. Zum Schluss. Das Album auf, oh mein Gott. Ich hab's gehört. Ich hätte gern nochmal eine so eine Box, die ich dann zulasse. Nicht wegen Wertsteigerung, einfach weil es geil ist. Haben wir hier für die wahrscheinlich mal draufsteht, ja. Welche Nummer das ist, das muss ich ja die Folie tatsächlich auch behalten, ne? Oh. Weil die sagt, das ist nummeriert. Das habe ich zumindest in einer E-Mail drin stehen gehabt, dass es nummeriert ist. Ich will jetzt mal nicht auf den Lieferschein, will ich euch jetzt hier nicht zeigen. Geht euch auch ja nichts an, ne? Hier ist eine Lieferung, Retour, bla 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 bla. Gut, dann muss ich wohl das Plastik da rausholen, damit ich weiß, dass das meins ist. Wo ist es denn? War das von der Box? Oder war das jetzt von... steht auf dem Karton selber drauf. Alles klar, hier steht's drauf. So. Nice. Das ist die CD. Ist schon geil, ne?
Das ist schon ein leckeres Stückchen. So, und hier. Guck mal hier. Tentakel. Hier haben wir nämlich das Heftchen drin. Das ist nämlich das Schöne, ne? Bei Mr. Hurley und der Pulveraffen. Da hast du immer wieder mal, jetzt muss ich mal gerade gucken, schöne Texte drin stehen. Und zwar Affentotenkopf, Leviathanchen. Ich guck mal eben kurz was nach. Gib mir eine Sekunde. Okay, also folgendes, liebe Freunde. Man hat hier immer so ein Heft dabei, wo Songtexte drin stehen. Scheinbar nicht alle von dem Album, das wollte ich nämlich gerade mal eben gucken. Aber einiges. Ne? Tja, wie ist das Gilagados oder Godzilla? Nessaya oder Nessie, habt ihr sucht? Moby Dick und Moby Dicker, Free Willy oder Flipper? Das ist schon geil. Das ist schon nice. Na, hier sieht man das nochmal innen, dann nochmal noch dasselbe Bild nochmal. Das ist ein bisschen zu oft das Bild in der Box, würde ich sagen. Hier sieht man mal ein paar Texte, leider nicht alle, wie gesagt. Schade. Das habe ich nämlich gerade mal nachgesehen. Da steht ja nochmal Danke. Die Pulveraffen sagen Danke. An erster Stelle unseren Fans für die treue und unglaubliche Unterstützung. Tobi Schneider, Friedel Mutters, Jobin Kreiger, Benjamin Urban, Florian Spille, Blackbird, Kilian Spinnecker, Matze Lohmüller, Alex Kloß, Dico Pellmann, Ludwig Welte, Laura Feller, Fiona Frevert, Tim Zimmermann, Johnny Fischer, Matze Jurisch, Conny, Svenja Eriksen, Johannes Dickmann, Papa, Mama und unseren Omas. Das ist ja cool! Jawohl! Ja, packen wir mal hier rein. Wir haben es ja jetzt hier sehen. Nicht? Und Gastmusiker stehen hier noch dabei. Aufnahmen, Produktion, das Hörspiel. Captain Blake als er selbst. So, ich könnte das nochmal lesen. Habt ihr 5, 4, 3, 2, 1. Ihr könnt das Video nämlich auch pausieren. Jawohl. So. Ja, und das war die Awesome Mega Ultra Box von Leviathan von Mr. Hurley und den Pulveraffen in der Captain's Edition. Jawohl! Und wir kacken. Wir packen das jetzt mal wieder ein. Dass da nichts dran kommen. Packen das dann mal weiter. Und ich sage danke fürs Zuschauen und wie gesagt, lasst hier unten mal bei den Jungs und Mädels ein Like da oder abonniert sie oder wie auch immer. Mir juckt der Hals. Und mich dürft ihr übrigens auch abonnieren. Und in dem Fall Sinne, Hunnelay Agatha.